Danke. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Da bin ich wieder. Das heißt, das sind wir wieder. Sie sehen, ich komme heute nicht allein. Ich habe einen kleinen Freund mitgebracht, das ist der Archibald. Schauen Sie mal genau an. Archibald Eser hat einen wunderbaren Film gemacht. Morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung. Haben Sie ihn gesehen? Archibald, hast du fabelhaft gespielt. Danke. Ja, wirklich, gratuliere ich dir. Seine Eltern sind meine Nachbarn. Ja, sind meine Nachbarn. Sie haben mich gebeten, ich soll ein bisschen auf ihn aufpassen. Die Eltern haben keine Zeit. Wahrscheinlich wollen Sie sich mal endlich in Ruhe die Fernsehshow anschauen, ne? Nö, die sind ins Kino gegangen. Eins Kino, ja. Also, Archibald, was mache ich jetzt mit dir? Wie soll ich auf dich aufpassen? Komm, setz dich ein bisschen zu mir. Hm? Da hast du einen schönen Stuhl, da siehst du alles ganz genau. Soll ich dir ein Märchen erzählen? Wenn's sein muss. Also pass auf, das wird dir gefallen. Es waren einmal vier Musikanten, die bellten, miauten, krähten und schrien. Weißt du, wer das war? Na klar, die Rolling Stones. Das waren die Bremer Stadtmusikanten, du. Hör mal, also ein anderes Märchen. Es war eine wunderschöne Königstochter und die lernte einen Frosch kennen. Doch als der Frosch zu ihr ins Bettchen springen wollte, da nahm sie ihn und warf ihn gegen die Wand. Und wer, glaubst du, stand plötzlich vor ihr? Na, wer denn schon? Der Professor Chimek, der hat vielleicht geschimpft. Quatsch! Sag einmal, du hast gesagt. Nein, also Archibald, pass auf, ich glaube, mit den Märchen, das wird nichts. Ich erzähle dir jetzt irgendetwas über meinen Beruf. Hm? Oh ja. Aha, das gefällt dir, was? Du, der wird dich begeistern, sag ich dir. Ich glaube, ich hab den herrlichsten Beruf der Welt. Man tritt hinaus. Applaus, Applaus. Und wenn das bunte Licht auf einen niederfällt, sieht alles wie verzaubert. Ja und dann fängt die Band zu spielen an. Tauscht ihn gegen keinen anderen ein. Wo kann man sonst, ich frage Sie, auf dieser Welt mit solchen Stars zusammen sein? Wie heute Abend mit Mireille Mathieu, Margit Schramm, Katharina Valente, Rudi Carrell, Peter Frankenfeld, Heidi Kabel und Hans-Joachim Kuhldampf. Eins vergaß ich beinahe, das Ballett. Oh la la, es tanzt mal so. Und einmal so. Und einmal so, wenn der Beat es packt. Und manchmal auch im Dreivierteltakt. Wenn dieser Job auch manchmal sehr beschwerlich ist, ich glaube, dass kein anderer mir gefällt. Und Hand aufs Herz, mein Junge, wenn du ehrlich bist, dann musst du zugeben, du wirst Karu geben. Bist du in auch hast diesen herrlichsten Beruf der ganzen Welt. Na, Archibald. Dankeschön. Na, Archibald, ist das nicht ein fantastischer...
Was? Ja, sagen Sie mal, schauen Sie sich das an. So wirke ich auf mein Publikum. Hm? Archibald, ich glaube, es ist besser, du wirst Lokomotivführer. Hm? Lokomotivführer. Wollte ich auch immer werden, ja? No, Indianerhäuptling war eine Zeit lang sehr aktuell, ja. Aber am allerliebsten war ich Friseur. Ich habe sämtlichen Mitschülern immer die Haare geschnitten. Ich sage, die haben ausgeschaut entsetzlich. Möchte auch heute Abend bitte für mich einen Friseur spielen. Und wenn es geht, bitte schön, vielleicht an B mischen. Hm? Wir haben hier aufgebaut, einen kleinen Friseurladen. Muss schauen, ob alles da ist. No, Kundschaft ist da, ausverkauftes Haus. Darf ich fragen den Herrn bitte, was wünscht der Herr? Haare schneiden, bitte. Das haben Sie notwendig. Schauen Sie sich das an, der hat 3 Kilo Haare am Kopf. Sagen Sie mal, Sie müssen ja Blattfiese kriegen bei dem Gewicht, oder? Ja, Jesus Maria. Ja, was ist denn mit Ihnen passiert? War der Herr vielleicht schon mal bei mir zum Rasieren? Nein, mich hat eine Biene gestochen. Ach, das ist eine Biene. Eine. Uiuiui. Das muss aber eine dufte Biene muss das gewesen sein. Sagen Sie mal, was haben Sie denn da in die Haare? Lassen Sie mal riechen. Jesus Maria, wissen Sie, was Sie brauchen? Das ist kein Friseur. Sie brauchen einen Ölwechsel. Also geht schon, halt das mich nicht. Na sowas, noch geht schon, na sowas. Na was, komm, was zum Handeln. Ja, gut, danke, ich meine mal so. Na sowas, schauen Sie sich an. Ach, Kunst, darf ich fragen, was ist bei Ihnen? Rasieren, bitte. Bitte nehmen Sie Platz, hängen sich schon alles herum. Alles muss man selber machen. Ich sage Ihnen, in so einem Geschäft, da macht man was mit. Da kommt doch neulich einer zu mir und sagt, der Herr Bovondra, ich bin der Herr Bovondra, sagt der Herr Bovondra. Na, wissen Sie was? Ich singe Ihnen das Ganze vor. No, grüß Ihnen, Herr Bovondra. Bin ich wieder einmal da. Was ich heut gern haben will, das ist ihr Fingergespitzelt viel. Meine Haare sind so blöd, glatt als wie ein Biegelbrett. Das wächst mir zum Hals heraus, drum machen's kleine Schneckel draus. Und a schöne Lausale machen's mir, na sie wissen's bitzier Friseur. Nehmen sie ne Schere und machen's bissel klapp, klapp, klapp und schneid's die Haar mir ab. Ich leg größtes Gewicht auf a gescheites Gesicht. Ich spiel heut an Kavalier, geht's machen so lass aus mir. Ich möcht heut mit einer Madel ausgehen. Da möcht ich imponieren, aussehen, darum wird sie ein Friseur. Nehmen Sie eine Schere, machen's bisschen klapp, 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 doch schneid's was Ohr nicht ab, prosim, ja? Hätten's bissal Brillantin, nur sind's so gut und nehmen's ihn. Schließlich mächtig um und um, betäiben Duften von Parfum. Doch mein allergrößtes Glück, das wird erst die Kosmetik, wenn sie mein Gesicht beleben und ihm einen edlen Ausdruck geben. Machen sie mich möglichst schön, dass sich alle Leid umdrehen. Mit sie, Herr Friseur. Nehmen Sie eine Schere, machen's bissel klapp, klapp, klapp und schneid's die Haare mir ab. No, machen's schon, ich leg größtes Gewicht auf a gescheites Gesicht. Ich spiel heut an Kavalier, na so machen's was aus mir. Ich möcht heut mit einer Madel ausgehen. Da möcht ich imponieren, aussehen, darum bitt Sie, Herr Friseur. Nehmen Sie eine Schere, machen's bissel klapp, 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 doch schneid's mal's Ohr nicht ab, wenn's geht. Jesus, Maria, na sowas. Dankeschön. Dankeschön. Ist was passiert? Geht. Dankeschön, Mann. Danke. Oh, ich sage dir, Friseurspiel, das macht Spaß. Das müssen Sie aber ausprobieren. Jetzt brauche ich aber eine kleine Stärkung. Darf ich? Komm, Peter, schenk ein. Sei nicht so, zier dich nicht so. Danke, lieber Peter. Noch ein bisschen mehr, sei nicht so knausig. Vielen Dank, lieber Peter. So, Prost. Ist doch gemütlich hier bei mir. Finden Sie dich auch? Kommen Sie ein bisschen näher. Prost. Ein Gedicht.
Da freut man sich schon direkt auf die zweite Strophe. Trotzdem, ich weiß nicht, kann man nicht helfen? Irgendetwas fehlt noch. Ich trink den Wein nicht gern allein. Es müsst schon jemand bei mir sein. Am liebsten tränk ich ihn zusammen mit einer Frau wie? Na? Mit einer Frau wie? Ja, mit einer schönen Frau wie Margit Schramm. Darf ich Ihnen etwas anbieten, Margit? Ja, gerne, Peter. Weinchen. Wie heißt es doch? Schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein. Agent, Sie haben Sorgen? Naja, also nicht direkt. Aber was mir heute schon alles passiert ist, ja? Also, als ich zum Flughafen wollte heute Morgen, da sprang der Wagen nicht an. Und im Flugzeug habe ich dann mein schönes Armband liegen gelassen. Im Hotel, da gab es vorübergehend kein warmes Wasser. Und als ich hierher wollte ins Studio, da kam ich dann noch in eine schreckliche Verkehrsstau. Ja, und jetzt... Und jetzt sind Sie auch noch bei mir in der Sendung. Oh, nein. Aber darauf wollen wir anstoßen. Oh, ja. Ich freue mich, Margit. Prost. Sehr gut. Ich kenne das. Es gibt Momente, da möchte man am liebsten aus der Haut fahren. Oder vielleicht irgendwohin, wo es keine Sorgen gibt und keinen Ärger. Sie glauben, das gibt's nicht, meine Damen und Herren. Gibt's. Sie brauchen nur in eine Operette zu gehen. Stimmt's, Marge? In einer Operette, da löst sich immer alles in Wohlgefallen auf. Wenn Sie sich ärgern, dass irgendwas misslingt, nicht klappt oder schief läuft. So ein Operettenpaar macht sich nichts draus. Selbst im schlimmsten Augenblick ruft es noch aus. Schön ist die Welt, wenn ein Schiff. Starkes Tief bleibt wetterbestimmend. Auch weiterhin über dem gesamten Bundesgebiet Schneeschauer, Hagel und orkanartige Winde. Die ganze Welt ist himmelblau, wenn ich in deine Augen schau. Ja, die ganze Welt machst du, süße Frau, so blau. So blau, so blau. Bist du's lachendes Glück? Ich bin der Gerichtsvollzieher. Ich komme, um zu finden, weil Sie im Rückstand sind. Mein Gott, wie soll das enden? Nur ruhig, Blut, mein Kind. Ich hab kein Geld, bin vogelfrei, will aber nicht verzagen. Du Jugendleichtsinn, steh mir bei, mein Schicksal zu ertragen. Wenn er schon Trübsal blasen soll, tut er's in bester Laune. Auf der Trompete bläst er toll, just nicht auf der Posaune. Trotz allem Pech, ein lustig Lied, so Schicksal, hau doch zu. Wir wollen sehen, wer früher müht, wir oder du. Trotz allem Pech, ein lustig Lied, so Schicksal, hau doch zu. Wir wollen sehen, wer früher müht, wir oder du. Zu! Liebe spricht, bin ich so glücklich.
Schon wieder! Sie Casanova, Sie! Ich sei ein was? Ein Casa? Ein Nova? Und wie? Ich habe Sie gesehen mit meiner Frau im Flur. Sie küssten Sie. Ich küsste Ihre Frau? In einer Tour! Immer nur lächeln und immer vergnügt, immer zufrieden, wie's immer sich fügt. Lächeln trotz Weh und tausend Schmerzen. Doch wie's da drin aussieht, geht niemand was an. Küssen ist kein Meister, unser Keller ist überschwemmt, das Wasser steigt und steigt. Was sollen wir denn nun tun? Komm in die Gondel, mein Liebchen, und steige ein. Ach, ihr seid... Ja, Mutter? Was ist denn geschehen? Ach, Mutter... Ich muss dir jetzt etwas gestehen. Was ist denn? Was war denn? Nun sag schon geschwind. Ach Mutter, ich kriege... Was kriegst du? Ein Kind. Was? Das ist die Liebe, die dumme Liebe. Die macht das Männchen wie den Auerhahn so blind. Erst in der Ehe. Und du, mein Sohn? Ich hab dein neues Auto ausprobiert. Und jetzt ist es... Oh Gott! Ein einziger Haufen Schrott. Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Heute ist der schönste Tag im Monat Mai. Ich möchte diesen Tag für keine geben. Komm her, mein Sohn, das ist für dich. Au weh. So stell ich mir die Liebe vor. Bist du's lachendes Glück? Ich bin der Gerichtsvollzieher. Jetzt muss ich aber finden. Los, Jungs, nur fest daran! Mein Gott, wie soll das enden? Das wischt doch uns nicht an. Lass den Kopf nicht hängen, Peter, sei nicht dumm. Dreh nach Lust, geklingen dich im Kreis herum. Sich des Lebens freuen, das ist weiß und klug. Man hat zum Bereuen lang noch Zeit genug. Glücklich ist, sing, 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 trink mit mir, trink mit, na? Freude, das Leben ist lebenswert. Denn der Himmel hängt voller Geigen. Und der Flieder blüht
hängt in den Zweigen. Und ein blonder Schatz, dicht an deinem Platz, hängt so mollig wohl dir am Arm. Niemand liebt dich so wie sein. Der Tisch ist mein. Und trotzdem schön ist die Welt, wenn ein Schimmer von Glück sie erhält. Schön ist die Welt, wenn das Glück Danke, liebe Margit. Es war so ein richtiger Spaß. Hat Spaß gemacht. Meine Damen und Herren, ich glaube, so schnell und so musikalisch ist noch nie eine Bühne abgeräumt worden. Ich brauche es überhaupt nicht mehr zu sagen. Bühne frei für... Die Bühne ist frei, und zwar für eine liebe Kollegin von mir, für Irene Mann und ihr Ballett. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon aufgefallen ist. Irene Mann war in allen meinen Shows dabei. Sie ist schon fast ein Maskottchen für mich geworden, ein Talisman. Deswegen sage ich, Bühne frei für das Ballett Irene Talisman. Thank you.
Danke vielmals, Irene Mann, für dieses wunderschöne Ballett. Ich muss gleich mal schauen, was das auf Französisch heißt. Ich muss nämlich jetzt gleich wahnsinnig viel Französisch reden. Vielleicht ganz gut, wenn ich das ein bisschen übe. Also, danke vielmals. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Irene Mann. Was heißt Mann auf Französisch? Anglisch, wenn wir gleich haben. Also, merci beaucoup, Irene Steht hier, meine Damen und Herren, das war das Irene Ballett, kurz Omelette. Französisch. Französisch. Denn meinen nächsten Gast möchte ich nämlich wirklich gerne einmal in seiner Muttersprache begrüßen. Also ich werde sagen, bonsoir, comment allez-vous? Ist aber schon höchste Zeit, das Flugzeug landet mit ihr, mit Mireille Mathieu. Halt, bleib die Musikbox nicht stehen. Ich will noch nicht nach Hause gehen. Mein Herz, es lässt mir keine Ruhe. Heute will ich tanzen immer zu. Wenn ich in deine Augen schau, dann ist die Welt so himmelblau. Es wird nun alles anders sein. Ich bin nie mehr allein. Es geht mir gut, merci, Chérie. Es geht mir gut. Ich wünsche mir von dir, Chérie, dass es ein Leben lang so bliebe. Es geht mir gut, so gut, es geht mir gut, so gut, merci, Chérie. Chérie, ich glaube es noch kaum, die Glocken läuten schon im Traum. Wir beide uns gefällt. Aus einem Südseeparadies schreib ich den Freunden in Paris. Ich hab vergessen, was mal war, denn bei dir ist mir klar. Es geht mir gut, merci, Chérie. Es geht mir gut. Ich wünsche mir von dir, Chérie, dass es ein Leben lang so bliebe. Es geht mir gut, so gut, es geht mir gut, so gut, merci, Chérie. La 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 la. Es geht mir gut, so gut, es geht mir gut, so gut, merci, Chérie. Oh, Mireille, excuse, moi, trop tard, je suis très, ich habe doch alles gekonnt, Menschenkind, je suis très joli, très joli, vous êtes ici, tout le monde, vive la France, Tour de France. Sag mal, Peter, kannst du kein Deutsch? Bitte? Ich möchte dir so gerne was ins Ohr sagen. Dann tu's doch. Nein, ich bin zu klein. Dass du zu klein bist, kann doch nur ein Tor sagen. Ich bin zu groß, ja, so wird es sein. So ist es oft im Leben, einer ist zu groß. Und der andere zu klein.
und nur ihr Tränen ganz sehnen, was da ba da ba da macht, da stimmen beide überein. Und nur ihr Tränen ganz sehnen, was da ba da ba da macht, da stimmen beide überein. Ich weiß, Mire, ich werd mich vor dir niederknien. Das sagt nur manch bitterer Mann. Ach was, Mire, ich werd mich nur ganz wieder knien, denn schließlich halt ich nicht um dich an. Was haben wir erreicht? Auf einmal bin ich groß und der Peter, der ist klein. Und nur ihr Tränen ganz sehnen, was da ba da ba da macht, da stimmen wir beide überein. Und nur ihr Tränen ganz sehnen, was da ba da ba da macht, da stimmen wir beide überein. Das ist kein Zustand, Peter, nein, du tust mir leid. Ich knie mich jetzt ebenfalls hin. Mireille, bitte lass das, denk doch an dein Kleid. Nein, dieses Knien hat gar keinen Sinn. Na siehst du, alles ist, wie es im Anfang war. Ich bin groß und ich bin klein. Und nur ihr Tränen ganz sehnen, was da ba da ba da macht, da stimmen wir beide überein. Und nur ihr Tränen ganz sehnen, was da ba da ba da macht, da stimmen wir beide überein. Ich hab die Lösung, Peter, bitte steh jetzt auf. Compris? Oui, oui. Ich frag mich, warum kam ich da nicht selber drauf? Ich glaub, Mire, du bist ein Genie. Jetzt bin ich deinem Ohr ganz nah und sage dir, was ich sagen will hinein. Ich freu mich ganz schrecklich heute Abend hier bei dir zu. Meine Damen und Herren. Mire, meine Damen, vielen Dank. Mire Mathieu hat ein wunderschönes Lied gesungen. Als ich das zum ersten Mal hörte, habe ich sofort spontan gesagt, ich bitte dich, Mire, sing das in meiner Show. Und sie macht es gern. Sie singt es jetzt für Sie. Das Lied heißt Ganz Paris ist ein Theater. Und dazu kann ich nur sagen, die ganze Mire ist eine Wolke. Sie sah als Mädchen mit 7 zum ersten Mal diese Stadt. Und als ich staunte und fragte, da hat Mama ihr gesagt, ganz Paris ist ein Theater und das spielt bei Tag und Nacht. Und genau wie in jedem Theater wird geweint. Das Stück heißt C'est la vie. Es wird weitergehen, immer weitergehen, irgendwann und irgendwie. Mag auch viel geschehen, es wird weitergehen. In Paris, da fällt der Vorhang nie. 10 Jahre waren vergangen, sie war verliebt. Dann sah sie ihn mit der anderen und an dem Tag wusste sie, ganz Paris ist ein Theater und
Hund, der spielt bei Tag und Nacht. Und genau wie in jedem Theater wird geweint und gelacht. Ganz Paris ist ein Theater und das Stück heißt C'est la vie. Ein zauberhaftes Geschöpf, die Mireille. Wirklich. Sie ist so der Typ Frau oder Mädchen. Bitte verstehen Sie das jetzt richtig, was ich Ihnen jetzt sage. Die man als Mann immer beschützen möchte, damit ihr nichts passiert. So ein Liebsmadel. Muss auf sie aufpassen. Möchte mit ihr leben, ein Leben lang. Mit ihr alt werden. So ein richtiges, gutes, altes Ehepaar. Ich mag alte Ehepaare. Doch. Das gibt's auch in unserem Beruf. Sie werden staunen, meine Damen und Herren, wie viele glückliche alte Ehepaare es in unserer so viel gelästerten Branche gibt. Wir haben so was Rührendes. Die alten Leute im Park sitzen auf der Bank, sich bei der Hand halten und nach vielen Ehejahrzehnten noch mögen. Was heißt mögen? Die lieben sich. Und wenn er dann noch zu ihr sagt, weißt du, Mutter, was ich träumt hab? Ich hab in Himmel eine gesehen. Da waren so viele schöne Engel, zu denen möcht ich gerne gehen. Dort brauchen wir kein Hunger leiden. Ich muss ihn lieben, Herrgott sagen, er soll mir auch zwei Flügeln geben. Ich werde dich dann in Himmel tragen. Ein Pärchen schon im greisen Alter, die sitzen in der Früh beisammen. Dass ihn was Besonderes druckt am Herzen, sie merkt ihm das ganz deutlich an. Sie streichelt ihm die weißen Haare. Geh, Alter, sag, was hast denn heut? Da
schaut er tief in ihre Augen und traurig klagt er ihr sein Leid. Weißt du, Mutter, was ich träumt hab? Ich hab uns zwei in Himmel gesehen. Ich war so jung, so frisch und munter, und du wie einst so wunderschön. Was suchen wir auf der Welt noch? Erlöst möchte ich jetzt gern schon sein. Drum komm, du altes, braves Mutter, wir gehen mit Sam in den Himmel nein. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, ich kann mir nicht helfen. Ich singe diese alten, besinnlichen Wiener Lieder wahnsinnig gern. Ich singe überhaupt gern. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon aufgefallen ist. Also ich hoffe es zumindest. Ist in unserem Beruf nicht immer ganz einfach. Es gibt da ein paar, das heißt, es gibt so manche, die genau das tun, was sie eigentlich nicht können. Irgendjemand hat einmal gesagt, die schauspielern können, die singen plötzlich. Und die singen können, die schauspielern plötzlich. Und die beides nicht können, die kriegen die Hauptrollen. Ich kann es verstehen. Es juckt einen einfach in den Finger. Man möchte irgendwann was ganz Neues tun, ganz was Verrücktes. Ich möchte auch was Neues tun. Ich möchte einmal Quizmaster sein. Also das stelle ich mir ganz toll. Einmal die Gewissheit haben, dass Quiz das Schönste ist, was überhaupt. So einen richtigen Quiz bitte. Beim ersten Mal wird es vielleicht nicht ganz so klappen. Aber ich habe da jemanden, der will mir liebenswürdigerweise ein bisschen helfen dabei. Der Mann hat das früher mal gemacht. Ja, ja. Er ist aber schon ziemlich lang aus dem Fernsehen raus, spielt jetzt so ein bisschen Theater, nicht? Hungert sich so durch. Na, vielleicht wird mal ein richtiger Künstler aus ihm. Kann sein, ja. Wie er heißt? Ja, also, ob sich an den Namen noch erinnern können. Das ist er. Ich lass ihn rein, ja? Komm nur rein, hab keine Angst. Coolie, Menschenskind, ich finde das wahnsinnig nett von dir, dass du mir bei meinem ersten Quiz helfen willst. Aber Peter, das ist selbstverständlich. Dafür gibst du mir mal Gesangsunterricht. Ja? Du gibst dir Gesangsstunden? Jahre. Jahre musst du mir geben. Nein, aber ich muss dir gleich zu allem Anfang, muss ich dir gestehen, ich habe überhaupt... Keine Ideen, das kenne ich. Ja? Mach dir da gar keine Sorgen. Das werden die besten Sendungen im Beruf. Ja? Sprichst du ja. Das erfahren? Seit 17 Jahren versuche ich eine Idee zu haben. Mache immer wieder Quiz. Aber ich habe noch was anderes, was mir fehlt. Das heißt, ich hab's nicht. Deswegen fehlt's mir ja. Ja, ja, genau. Kennst du auch? Kein Geld. Wir haben kein Geld. Wir müssen sparen, ja. Sparen. Ja. Dann machen wir ein Sparquiz. Das ist schon gut. Ein Sparquiz für wohlhabende Leute. Klingt nicht. Du bist mich da. Du bist mich da hier. Aber Peter. Du bist mich fertig machen. Nein! Aber wie soll ich dich fertig machen? Für wohlhabende Leute. Die haben doch alles. Die brauchen doch keine Preise. Na? Das ist gut. Das gefällt mir. Gefällt dir. Ja. Vielleicht könnten die Preise mitbringen. Das heißt, müssen die Preise mitbringen. Das gefällt mir immer besser. Und wenn sie gewinnen, dürfen sie sie behalten. Die eigene Post? Ja. Sparen. Aber, weiß nicht, also... Armen, also dieses Sparquiz... Ist nicht gut im Titel. Klingt ein bisschen ärmlich. Sparen, du hast zum Beispiel einen guten Titel gehabt. EWG, einer wird gewinnen. Das war der Titel. Ja, der Titel war gut. War nicht von mir. Gab's ja schon vorher. EWG. Aber Titel war gut, wirklich. Mhm. Wir müssten auch sowas haben. Mhm. So was... Drei knappe Buchstaben. Sowas wie... ZDF. Zwei dürfen verlieren. Ja? Das ist gut. Also Sparquiz. Einer wird gewinnen, zwei dürfen verlieren. Ja. Fabelhaft. Du, aber was... Ich brauch doch da irgendwas. Mein... Weißt du, was wichtig ist, was man braucht? Ja. Quiz. Wir müssen aufs irgendetwas, sparen, auf bitte. Das man sich retten kann, wenn es mal nicht klappt. Oh, ja. Rotes Telefon oder... Ich habe da was mitgebracht.
Hm? Todsichere Sache. Wer ist das? Wirklich, WhatsApp. Darf ich mal bitten? Ja, herein. Eine fabelhafte Sache. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Pass auf. Dankeschön. Du wirst staunen. Du wirst staunen. Hier. Bitte. Was? Richtig schön. Ein Papagei, der kostet sicher ein Vermögen. Aber der noch nicht mehr. Hm? Nein, nein, der ist stark benutzt, aber noch ganz gut erhalten. Habe ich vom Vico aus dem Goldenen Schuss. Für dich. Das ist der Kuckuck. Ja. Der ist das für dir. Ob der noch funktioniert? Der Papagei? Nein, no, nein. No. Glaubst du? Hm? Glaube ich schon. Ich prüfe ihn mal, ja? Probier's mal. Einmal testen. Wie viel ist 2 mal 8? 13. Na, ist das ein kluges Kerlchen? Der spart jetzt schon. Was? Aber jetzt. Jetzt kommt was. Und 3 mal 9? 7. No. Und aktuell ist er auch. Ist ein unwahrscheinlicher Papagei. Wirklich wahr. Ich kann den Vico vollkommen verstehen. Du sag mal, aber irgendwas brauche ich noch. Was? Ja, du brauchst etwas, das läuft immer ein bisschen ins Geld. Was? Aber es ist wichtig. Nein, nein, lass mal weg. Nein, es ist wichtig. Ein schönes Beiprogramm. Du bist gestrichen. Ist bei mir gestrichen. Beiprogramm. Frisch gestrichen. Frisch gestrichen? Weg damit. Fassen wir das gar nicht an. Nee. Lassen wir das weg. Aber noch irgendwas Billiges. Gibt's nicht irgendwas? Nein. Das ist ja leider alles relativ da, aber etwas. Hm? Eine Assistentin. Mhm. Hübsche, süße. Naja, ich weiß, du hast damit nicht gespart. Mit Nein, weil es wichtig ist. Ja, natürlich. Man soll nicht da sparen, gerade bei Frauen. So. Das war auch sehr raffiniert, ja. Hat sehr abgelenkt von dir. Von, ja, ja. Mich aber auch. Ich habe eine. Ja? Ja. Bitte. Aber nett, ne? Das heißt reizend, ich meine reizende Assistentin im Rahmen des Sparprogramms, aber pass auf. Ja? Meine Damen und Herren, meine Assistentin. Na, jetzt bin ich neugierig. Heidi Kabel! Heidi Kabel. Heidi. Peter. Ja. Nett, dass ihr mich reingeholt habt. Aber sag mal, wie lange dauert das hier eigentlich? Ja, wieso? Müssen Sie schon wieder weg? Ja, wir sparen noch mit der Zeit, Peter. Ja, ja, natürlich. Ich bin zurzeit Parkplatzwächterin. Ich dachte hier schon, das heißt Peter. Ach was, nun sei mal ein bisschen ernst. Ich muss hier den Parkplatz betreuen. 400 Wagen. Apropos Wagen, kann ich mal eine Durchsage machen? Ja, muss das sein? Ja, das ist ganz wichtig, dienstlich. Naja, aber ich meine, jede Sekunde ein Schilling. Ja, das, ja, das geht ganz schnell. Das geht ganz schnell. Also, ist der Fahr... Na, also eure Kamera sieht wieder aus hier, das ist vielleicht was. Könnt ihr auch mal ein bisschen putzen? So. Können Sie mich besser sehen, ne? Also ist der Fahrer von dem Wagen HHHM633 hier im Saal? Ist der hier im Saal? Hier. Dennis, gut, Sie dürfen sitzen bleiben. Sie sind der Einzige, der richtig geparkt hat. Heidi, da drüben. Nimm Platz. Schöner Stuhl. Ja, da drüben. Ja, ja, man ganz unsorglich, ich mach das. Da drüben, schon. Ja. Da drüben sitzt die Assistentin. Und jetzt etwas Entscheidendes, Peter. Mir fehlt noch etwas, gell? Ein richtiges, gutes Orchester. Hab ich. Ist nicht ganz billig, ich weiß es. Ich hab Max Greger. Du bist doch wahnsinnig, ist ja kein Sparquiz. Pass mal auf, ich hab Max Greger in neuer Besetzung. Meine Damen und Herren, in der neuesten Besetzung, Max Greger. Finde ich großartig. Gratuliere, das war ein echter Einfall. Finde ich was? Ich habe den Greger nie so gut gehört, du. Ja. Den stört sein Orchester, der muss alleine arbeiten, der Mann. Aber ich habe das Gefühl, er ist Mitglied einer Falschspielerbande. Nein, alleine, überleg mal, alles alleine. So, ich glaube, wir werden jetzt mal die Assistentin... Ja, guck mal, ob es alles hat. Ist alles da? Ja, ich staub hier erstmal meinen Computer ab, ne? Ah, das ist... Na ja, will nur abstauben. Und bitte, ja, womit stoppen Sie die Zeiten, wenn ich fragen darf? Mensch, ich habe doch meine Parkuhr mitgebracht. Ah, die Parkuhr, ja, natürlich. Tja, also dann ist... Irgendwas fehlt mir noch, Kuli. Du hast etwas in deiner Sendung gehabt, das warten wir immer... Was war denn das nur?
Was war? In meiner Sendung? Ja, da war etwas. Da war was? Da war was? Da war was. War was drin? Da war was drin, was ich jetzt nicht... Kann mich gar nicht erinnern. Was war denn das? So weit waren wir auch. Assistentin, Orchester, alles. Dann kamen die Kandidaten rauf und dann ging's los. Die Kandidaten! Ja, also ich will, aber natürlich, solche Späßen wie du aus ganz Europa, die reisen, das kann ich bitte... Peter, das weiß ich doch. Lässt die Leute mit der Straßenbahn kommen, mit der U-Bahn aus Poppenbüttel, Wellingsbüttel, Altona. Kann das nicht näher sein? Kann das nicht näher sein? Die langen Fahrten mit der Straßenbahn. Du hast auch Geld, die Tarife, ja? Ja. Ich bin dafür, wir holen sie aus dem Saal. Du, das ist eine originelle Idee. Ja? Die Leute aus dem Saal zu holen. Das ist mal ganz was anderes. Haben wir so lange nicht gemacht. So, da schmeißen wir ein paar Bälle rein. Na? Und wer fängt, der kommt drauf. Wie? Wir schmeißen ein paar Bälle rein. Ich verstehe nicht. Bälle! Naja, ich fand ja, Bälle. Na, siehst du? Naja. So, also. Also, Heidi, gib mir mal die Bälle. Die Bälle. Heidi, kann man... Nee, jetzt muss ich erst mal was essen. Ich möchte jetzt die Bälle haben. Meine Güte, also am Bildschirm waren Sie mir aber viel sympathischer, Herr Kuhlenkampf. Das könnte Martin Jente gesagt haben. Nur die Bälle. Bitte. Wer fängt an? No? Aber wiedergeben. Ja. Die ist nett, die Heidi, als Assistentin. Ganz? Und spart und spart. Sollte ich jemals wieder, dann nur mit Heidi. Nun bleibt man am Ball, ne? Ja. Wer, man los. Wer wirft zuerst? Wir werfen gemeinsam. Eins, zwei, drei, Bams. Ja? Bams ist gut, ja. Also. Na, so gut ist Bams nicht. Also, dann. Eins, zwei, drei. Los. Eins, und? Zwei, drei, Bom. Oh Gott. Wer war das? Ich glaube, wir haben getroffen, ne? Wer hat den Ball geworfen? Hier. Hier. Ja. Ja. Peter, grüß dich. Das ist Anzeige. Haben wir dich getroffen? Ja. Peter! Der Peter Frankenfeld! Peter, den Ball! Genau ins Auge. Ich sitze hier vorne in der ersten Reihe. Ich war gerade ein paar Minuten eingeschlafen. Ja. Und Peter, genau den Ball. Der Ball rein. Peter, den Ball. Nein, Heidi. Ja, nee, ich muss den Ball wieder haben. Komm. Habe ich ja eben gefangen. Habe ich gekriegt, muss ich wieder abliefern. Ja, Peter, so. Nicht böse sein. Wo weißt, ist das vielleicht ist ein... eine geizige Sendung? Spar, Sparprogramm. Wo ist der zweite Ball? Ich habe wo ist keinen. Der zweite Ball? Wo ist mal, der zweite doch... Ball, bitte? Bin froh, dass... Der zweite Ball, ich muss einen den zweiten Ball haben. Ja, wo ist der? Hallo, dann melden Sie sich doch, Mensch. Warum melden Sie sich denn nicht? Was machen wir denn? Wie kriegen wir das raus? Ja, das kleine Ding. Sehr gut. Finde ich auch. Wir haben noch nie so gut ausgesehen. Weißt du, wie wir es rauskriegen? Ich weiß, pass auf. Ja, warte auf. Mit Schleudern. Nein, ziehen und schleudern zugleich. Und ich hau hin. Also nach vorne und dann nach hinten. Erstes Stück nach hinten, damit wir Schwung kriegen. Jetzt so. Und jetzt feste. Nein, Kinder, das geht aber nicht. Brauch den Ball. Na ja, Moment. Augenblick. Ich habe eine Fabler. Rudi, bleib so stehen. Ganz ruhig, keine Angst, wir machen das schon. Pass auf, wir machen voll. Das ist gut. Sag mal, mögt ihr seine Sendungen überhaupt? Ich kann es nicht sagen, ich habe noch nie eine gesehen. Ja, wieso? Macht der auch Fernsehen? Aber Sauerei. So. Danke. Also, meine Herren, eine schöne Sammlung. Ja, ich bin dafür, wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Gut. Wer gibt die aus? Ich, komm. So. Augenblick. Die erste Runde ist ein Geschmackstest. Der Quizmaster? In dieser Sendung? Der Showmaster? Geschmackstest halte ich für gefährlich. Da kabelt immer jemand dazwischen. Ja, die, also ein Geschmackstest, aber es ist mit Getränken. Das können wir alle. Das können wir riskieren. Für uns? Ja. Das können wir riskieren. Und da sehen Sie jetzt hier, das heißt, das sehen Sie nicht, Mensch, das geht. Ist nicht da. Der Peter, nicht nervös das, da ist, werden. Ein Tisch sollte jetzt hier sein, Mensch. Was machst du in deiner Gar Sendung, nicht, da tue ich so, als ob es so sein müsste, dass der Tisch zu spät kommt. Ja, meine Damen und Herren, gut so. Das ist der Vorteil einer Live-Sendung. Da kann das passieren. Wo ist denn der... Oh, ist schon der Tisch. Ist da. Na, also. Ja, also. Und vielleicht, Kuli, vielleicht erklärst du jetzt einmal, wie das mit dem Spiel vor sich geht.
Jeder bekommt 6 Schnäpse. 6 Schnäpse. Hier auf der Tafel stehen 10 zur Auswahl. 10 zur Auswahl. Und die 6, die getrunken wurden, werden hier angekreuzt. Angekreuzt. Hoffentlich sind es die richtigen. Sind die richtigen. Bitte. Na, wie habe ich das gesagt? Das ist der Papagei. Dann macht das Fabelhaft. Ja. Dürfen wir? Ihr müsst. Rudi? Ist das eine Runde? Herrlich. Achtung, Parkuhr läuft! Das ist das 2 gewesen, jetzt 2. Du sollst nicht alles austrinken. Ich trinke immer alles aus. Sag mal, aber ich weiß nicht, ob das gut ausgeht, du? Hm? Naja, der Rudi hält was aus. Der war mal holländischer Meister im Geneva-Trinken. Aber nur aus Tulpengläsern, glaube ich. Der Peter, der hat den ganzen Nachmittag geübt, glaube ich. Der ist schon ein bisschen angehauen, ne? Als nächste bist du schon beim Halb bei mir? Halb mir. Den kann ich auswendig. Du hast schon 4-mal Slibowitz da. Also Moment, nicht hetzen. Nicht hetzen. Ruby, wo bist du? Ja, doch, Porsche. Entschuldige, meine Damen und Herren, aber es gibt schon schwarze Peter, aber jetzt gibt es auch blaue Peter. Der redet immer so groß kariert, aber er ist jetzt so blau wie ein Vergissmannicht, ne? Du sollst mal Bier trinken. Spaarbier. Hm? Nee, das verstehe ich nicht. Wir Künstler, wir müssen doch was haben können, Schnaps und so weiter. Wir sind dauernd unterwegs, immer in Gaststätten und er trinkt nur ein paar. Der Frankenfeld, der kann nichts vertragen. Nein, dann die jungen Leute, dann ich. Hm? Junge, Junge, Junge. Hör mal, du. Noch so eine Runde, du, und ich bin also... Ah, ja. Was mach ich? Also erst mal das Ergebnis hier, nicht? Die Kandidaten haben 99 Punkte. Und sind beide stick besoffen. Also, meine Damen und Herren, wir schreiten jetzt zur zweiten Runde, und zwar zur Geschicklichkeitsübung. Darf ich bitten, die Kandidaten zur Geschicklichkeitsübung? Ja, dann fahren Sie die mal mit der Schubkarre rüber. Eine Geschipslitzschreitsrunde. Ein Geschipslitzschreitsrunde. Eine Geschipslitzschreitsrunde. Komm rüber, gehen Sie rüber. Geschipslitzschreitsrunde. So, vielleicht, Kuli, wenn soll wir das erklären? Jetzt erklären? Ganz einfach. Mit einem Griff die Tischtücher rausziehen und das Geschirr und die Flasche, alles muss stehen bleiben. Gehen wir. Klar? Das ist es. Das ist. Und dasselbe gilt für meinen Tisch. Das ist es. Okay. Fabler, komm. Lass wir mal. Wird schon immer besser. Ich darf immer besser. Ja, Achtung, Parkour läuft. Hey, pass mal auf. Hier. Hey. Bitte schön. Pass mal auf. Hier. Ja, wiedersehen. Nein, was ein Schwein. Das ist doch falsch gemacht. Du musst einfach so wechseln. Dann steht hier. Bitte in die Punkte. Darf ich bitten, die Herren Kandidaten, zur Preisverteilung? Bitte. Preisverteilung. Gut. Preisverteilung, die kriegen ihre Preise. Ja, aber Moment, ich habe keine Preise. Hast du Preise? Alles vorbereitet. Ja? Sehr schöne Preise. Na, Rudi? Ja, schöne Preise. Ich gratuliere dir. Ihr habt beide gewonnen. Mein herzlichen Glückwunsch. Wir wollen jetzt kein Stechen veranstalten. Hans-Joachim?
Peter. Marie-Louise. Ich habe dich selten so gerne getroffen wie heute. So, und nun? Bitte. Bitte, die Preise. Du hast Preise? Preise. Ihr kriegt jeder den gleichen Preis, ja? Ja. Ihr gewinnt jeder. Hör schön zu. 14 Tage kostenloses Wellenreiten vor der australischen Küste. Ah, oh, das ist ja. Das ist schön. Rudi, das ist schön. Wellenreiten! Ja. Guck mal, wie Sie sich freuen. Wellenreiten! Sag mal, und wer bezahlt die Reise dahin? Ja, und alles andere? Das ist eure Sache. Ah. Sparkwiss. Ich hab hier noch was. Soll ich abgeben? Ich weiß bloß nicht an wen. Diese Süße. Ja. An den größten Showmaster Deutschlands. Das war ich mal. Du bist der Gastgeber. Nein, nein, ich bin wirklich der Gast. Du bist der Gastgeber. Nein, nein. Rudi. Jetzt schon. Nein, das ist bestimmt für dich. Das ist bestimmt für dich. Ich habe es mir nämlich gleich gedacht. Aber ich werde euch vorlesen. Lieber Onkel Lou. Nein, 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 das ist ja. Ich weiß nicht, ob Sie sich dessen bewusst sind, meine Damen und Herren, das war eben ein historischer Augenblick im Fernsehen. Ja, man kann ruhig sagen, ja, ist es wert, ist ein Applaus wert. Wirklich. Man kann ruhig sagen, das war ein Gipfeltreffen. Na wirklich, ich hätte nie gedacht, dass das Wirklichkeit wird. Aber bitte vergessen wir bei aller Wirklichkeit nicht ganz die Romantik. Ich selbst bin ein unverbesserlicher Romantiker. Und wissen Sie, wo es noch echte Romantik gibt? In den Schlagertexten. Da gibt es noch nicht diese Versachlichung, wie zum Beispiel bei der Post. Mein Gott, was hat die Post aus unseren schönen deutschen Städtenamen gemacht? Zahlen. Postleitzahlen. Heidelberg ist nicht mehr Heidelberg. Heidelberg ist jetzt 69. Da stellen Sie sich vor, das griffe auf die Schlagertexte über. Na, überhaupt nicht auszudenken. Dann singt man, ich habe mein Herz in 69 verloren. Oder hier in Hamburg. In Hamburg. In zwei, da sind die Nächte lang. Oder Berlin. Das macht nur die Einser Luft, Luft, Luft. Oder im Rheinland. Ich möchte zu Fuß nach Fönefjorn. Oder, ach, wärst denn doch in vier geblieben. Ich sag, in acht, da steht ein Hofbräu. Und wir in Wien, wie gefällt dir denn das? Wir sind auch nicht besser dran. 1010, nur du allein. Oder, noch ein schönes. Mein Mutterl war 1010. Also im Schlager, da gibt's wirklich noch echte Romantik.
Da werden noch Burgen besungen, Städte, Frauen. Und ich habe heute Abend alle meine Frauen mitgebracht, meine gesammelten Frauen, sage ich immer, sind Lieder über Frauen, die ich schon einmal besungen habe. Und zwar die guten und die schlechten. Na, das Luder kenne ich schon am Vorspiel. Als dann der Morgen kam, sah ich den anderen fortgehen. Ich ging hinüber zu ihr und ich fragte, warum. Sie lachte, dafür wird sie jetzt abgemurkst. Und dann erschoss ich sie und dann erstach ich sie und dann erhängte ich sie und dann erdrängte ich sie und dann erhob ich die Hand. Sie erschrak und war stumm. Entschuldige, das ist deine. Die gehört dir. Was, schon wieder die Delilah? Die ist doch schon längst tot. Du bist da und nun schaust du mich an. Dein Blick sagt mir, dein Opfer, das heißt Mann. Oh ja, du bist verführerisch und ich bin auch verliebt in dich. Ich würde gerne schwach, wenn ich dich sehe. Zigeunerin, dein Herz muss wandern. Nie kommst du ans Ziel. Zigeunerin, geh zu dem anderen. Spiel mit ihm dein Spiel. Ihr Liebeslied. Kalinka, Kalinka, Kalinka heißt sie. Und dann nimmt sie Kalinka, das sah ich noch nie. Kalinka, Kalinka, Kalinka. Und ein Mädchen wie Kalinka, das sah ich noch nie. Hey, Kalinka, 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 heißt sie. Und ein Mädchen wie Kalinka, das sah ich noch nie.
Ich sage Ihnen, also so viele Frauen, muss schon sagen, ein bisschen anstrengend. Müssen Sie aufpassen, meine Damen und Herren, das ist gefährlich, aber es ist was Schönes. Frauennamen sind auch was Schönes. Und wenn Sie sich dann noch ein bisschen variieren lassen, mein nächster Gast zum Beispiel, der hat einen Namen, da gibt es ein paar entzückende Möglichkeiten. Käthchen? Mm-mm. Katie? Kate? Ich wüsste nur einen, den oder keinen. Katharina! Katharina, lass schnell dir erzählen, als ich mich fragte, wie sag ich dich an, da fand ich ein paar Parallelen zu einem historischen Gespann. So? Stell dir vor, Katharina, du wärst Katharina, die Große. Nicht schlecht. Dann wirst du wohl mein Mann, nämlich Peter der Dritte. Das wäre mir schon recht. Sag mal, willst du das wirklich? Ganz ehrlich. Wir als Herrscherpaar vermählt. Und das wäre dir nicht zu gefährlich? Nein. Dann hast du in Geschichte gefehlt. Diese Frau hat ihren Mann betrogen. Was? Sie hat ihn ständig angelogen. Nein. Und später war sie schuld an seinem Tod. Was sagst du jetzt? Ich Idiot. Ach, welch ein Glück, Katharina, dass du nicht Katharina die Große bist. Trotzdem möchte ich dir sagen, wenn mir ein Vergleich noch gestattet ist. Ja? In deinem Reich bist du auch eine Große, und zwar im Reich der Melodien. Wir heißen dich herzlich willkommen mit Bonsoir. Es lebe die Liebe, sie darf nie vergehen. Sie lässt alle Tage ein Wunder geschehen. Sie macht unser Leben so hell und schön. Jeder Fluss treibt zum Meer. Jeder Weg, der hat sein Ziel. Und nur du bist für mich alles, was ich haben will. Damals, als ich noch allein war, hab ich nur an mich gedacht. Heut will ich nur daran denken, was dich glücklich macht. Es lebe die Liebe, sie darf nie vergehen. Sie lässt alle Tage unser Leben so hell und schön. Es lebe die Liebe, sie darf nie vergehen. Sie lässt alle Tage ein Wunder geschehen. Sie macht unser Leben so hell und schön.
lebe die Liebe. Patrick. Ja? Kannst du mir einen Tipp geben? Sehr gern, Peter. Ich möchte gern wissen, wie wir Schlangen von morgen sehen können. Ja, ja. Wenn man das wüsste. Hä? Entschuldigen Sie, ich weiß, es ist unhöflich, wenn wir jetzt hier zu flüstern anfangen, aber ich habe die Katrin nur gefragt, ob sie weiß, wie der Schlager von morgen aussehen könnte. Ich meine, die Schlagermasche von morgen. Ja, wenn man das wüsste. Oh, das wäre schön. Jeden Tag ein Hit? Jede Stunde. Jede Sekunde. Katrin, streng dich doch ein bisschen an. Wie, wie war denn der Schlager von, von morgen? Ja, man müsste erst wissen, was früher da war. Ja, da hast du recht. Also denken wir einmal zurück. Ja. Bis 45 sang man das Treudeutsche. Und das hieß ein Pferd. Erika. Hurra, hurra. Nach 45 kam dann das Neudeutsche. Und das klang zarter und aparter, viel beseelter und gewählter. Und der Text, erinnert dich, war ein Meisterwerk für sie. Masche wurde bald zur alten und hat sich nicht so lang, nein, nicht mal halb so lang, wie unser folgender Schlager gehalten. Ramona, hörst du der fernen Glocken klang? Ramona, so tönt auch meine Liebe Sang. Schon einmal da, sogar der Heinz, jedoch der hieß Cornelia und schwamm vergnügt wie eine Bachforelle oben auf der Kinderwelle und aus jedem Radio klang so. Hi, hi, hi. Bab, re, bab, hey, bab, re, bab, hey, bab, re, bab, hey. Wohl mit Kopf, wa? Hi, 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 so eine Schneeballschlacht. Ja, das ist was für die Großen und die Kleinen. Die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein. Du wirst sehen, unser Schneeballschlacht wird fein. Fein. Auf diese neue Welle wurde man zur alten und hat sich nicht so lang, nein, nicht mal halb so lang, wie unser folgender Schlager gehalten. Süß ist der erste Kuss, den man küsst, wenn diskret der Mond geht zu. Ein verträumtes Märchen ohne Ende, das erleben wir, ich und du. Rock, rock hieß danach die Parole. Wüble, roll, roll, roll auf deiner Kessensohle. Und man rockte zum Erschrecken viele Leute mit den Becken. Doch schon bald war das Steckenpferd der Welt. Rock, rock, rock. Rock, rock, rock. Rock, rock, rock. Schluss jetzt mit dem Rocken, schau, ich kipp schon aus den Socken. Jetzt ist aus, bringst mich im Rock'n'Roll-Stuhl zu. Oh yeah.
diese neue Masche wurde bald zur alten und hat sich nicht so lang, nein, nicht mal halb so lang, wie unser folgender Schlager gehalten. Bei dir war es immer so schön und es fällt mir unsagbar schwer zu gehen, denn nur bei dir zu Haus. Doch der Traum, den ich hier geträumt, ist aus. Schönes Lied. Sag mal, Katrin. Ja. Was ist denn dann gekommen? Weißt du es noch? Ja, da kam die Westernmasche. Ja, die Westernmasche, natürlich. Ja, da war ich gerade drüben in Amerika, habe ich gesungen. Aha, ich war auch. Auch nicht zu Hause. Ich war gerade in Bayern. Du, ich war sogar ein originales Cowgirl mit Juppie, 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 yeah. Und ich war ein bayerischer Kurpur. Hola, Rete! Du, schade, dass wir damals kein Duett zusammen gesungen haben. Schade. Aber vielleicht hat es Schwierigkeiten gegeben mit der Sprache. Ich als Cowgirl. Ja, und ich als bayerischer Kurpur. Na, weißt du was, Dirndl? Probieren wir's. Okay, let's do it. Packen wir's. Wie sagt man bei euch zu einer Kuh? Man sagt Cowgirl, und was ist bei euch eine Pege? Eine Sau und ein Wiesen, wie heißt die? Oh, das ist eine Prairie. So a Cow, die gibt's Milch. Und davon macht man Kas. Und zum Kas gibt's a Drink. Na, bei uns gibt's a Maß. Und ein Song. Das ist a Lied. Da sieht man wieder mal den Unterschied. Nur am Musi, die liebt man in Texas. Genau wie im bayerischen Oberammergau. So ein depperter Kerl und ein Madel ist was? A sweetheart, a girl, and your woman is a Ratschen. And your son kriegt oft a Watschen. Und wir fluchen hellen Devils, sag Boy, kennt ihr das? Na, wir sang Sakrafix, Himmelzwirn und noch was. Und ein Fremder ist... Ich weiß, bei uns ist Stranger und bei euch... Abreiß. Nur am Musi, die liebt man in Texas, genau wie im bayerischen Oberammergau. Das doch. Ah, ah. Dann kam der der Twist. Weißt du, wie der entstanden ist? Der Twist? Nee, nee, nicht, dass ich wüsst. Na, pass auf. Ein Ehepaar hörte früh morgens im Bad aus dem Radio eine Band zu musizieren und begann, als es triefend die Matte betrat, sich im Rhythmus dann abzufrottieren. Star. Und keiner wusste mehr, wer Alexander war.
Na, sehr komisch. Und es zieht noch immer. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Oh. That is all you need. Nicht. Der gute Beat. Ja, ja, das war der Beat. Der ist heute immer noch Mode. Aber was kommt morgen? Ah, morgen, morgen. Du, Katrin, ich glaube, ich weiß, was morgen kommt. Schau mal, unsere Zeit wird immer sachlicher, vollautomatischer. Elektronischer. 4, 3, 2, 1, 0. Du, Katrin, ich sehe den Schlager von morgen deutlich vor mir. Und ich höre ihn. Wiener Blut, das ist das, was man bald wieder sieht. Wiener Blut, ist Musik, die bald wieder erklingt. Einmal rechts, einmal links. Ja, so ging's und so wird's wieder gehen. Und die Welt, ja, die Welt wird sich wieder im Walzertakt drehen. Meine Damen und Herren, das war also vielleicht der Schlager von morgen. Und das ist jetzt leider schon fast das Ende meiner Show von heute, in der Sie auch ein paar Schlager von gestern gehört haben. Und wenn ich mir heute etwas von Ihnen wünschen darf, meine Damen und Herren, dann das, dass Sie mich morgen noch genauso mögen wie gestern. Und beziehungsweise wie heute sozusagen. Meine Damen und Herren, richtig, bitte aufhören, aufhören, sonst wird es zu feierlich. Sonst wird es zu... Wirklich, meine Damen und Herren, ich hoffe, wir sehen uns alle bald wieder. Die Möglichkeit besteht, ich gehe nämlich jetzt nach 2 Jahren Pause, stellen Sie sich vor, ja, ja, ich gehe wieder mal auf ganz große Fahrt, also sprich Deutschland-Tournee, und es wäre schön, wenn wir uns da alle wiedersehen können. Dafür sage ich Ihnen jetzt schon. Dankeschön, Sie waren bezaubernd. Moment noch! Erst möchten wir dir noch sagen, es war
schön bei dir mit einem kleinen Abschiedslied danken wir dafür. Dankeschön, ich sag Dankeschön, darf ich dich bald mal wiedersehen. Alles war ja so wunderbar und es ist mir klar, dass ich heute nur durch dich glücklich war. Dankeschön, ich sag Dankeschön, denn mit dir war die Zeit zu schön und du warst wirklich nett zu mir. Hast mir heute viel Glück gebracht und dafür sag ich dir Dankeschön. Ich danke schön. Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände. Guten Abend, guten Abend, guten Abend. Schön war das Märchen, nun ist es zu Ende. Gut Nacht, gut Nacht, gut Nacht. Still kommt der Abend, wir fühlen es kaum. Liebe und Glück sind nur ein Traum. Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Muss sie denn zum Städtel hinaus, Städtel hinaus. Es war bezaubernd. Moment noch! Leb wohl, Peter, leb wohl, Peter, schön war's für uns drei. Aber leider, heißt schon wieder Goodbye. Bricht mir auch heut das Herz in zwei. In 100 Jahren, Kinders, ist alles vorbei. Leb wohl, Peter, leb wohl, Peter, warst ein guter Freund. Eines Tages, eines
eines Tages mag's beim Kuli sein, mag's beim Rudi sein, mag's beim Peter sein, sind wir wieder fern. Tja, meine Damen und Herren, jetzt stehe ich allein da. Niemand ist mehr da. Alle haben sich verabschiedet. Und tja, Archibald, ja sag mal, mein Junge, ich hab gedacht, du schläfst schon längst. Schlafen? Bei dem Krach kann man doch nicht schlafen. Oh ja, wir waren zu laut. Sind jetzt deine Gäste endlich weg? Ja, das sind alle weg. Komm, mach einen schönen Diener, sag schön gute Nacht. Und jetzt husch, husch ins Kapitel. Ich komm dann gleich, gell? Tja, Archibald. Spaß, gute Nacht und vor allen Dingen Dankeschön. Sie waren bezaubert, Dankeschön. Wenn wir auch auseinander gehen, gibt's doch ein Wiedersehen. Dankeschön. Sie waren bezaubert, nett zu mir. Das bleibt mein schönstes Souvenir, bis wir uns wiedersehen. Meine Damen, mein Herr, Sie hier im Saal und Sie zu Haus, jetzt sag ich zu Ihnen Servus, auf Wiedersehen, die Show ist aus, drum dann. Dankeschön, Sie waren bezaubert, Dankeschön. Wenn wir auch auseinander gehen, bald gibt's ein Wiedersehen.